Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen. die beschissenste Runde ever. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich so eine schlechte Runde erlebt und gleichzeitig aber auch selber von mir aus hingelegt habe. Diese Runde ist im Stream bei PHPC entstanden. Ich glaube, irgendwann, keine Ahnung, letzte oder vorletzte Woche. Wir sind Chinesen gefahren, 8-7, und ich bin hier mit meinem chinesischen T-62 mit dem 8-3er Premium-Panzer reingegangen. Ich halte nur noch mal ganz kurz an, bevor es hier losgeht. Warum mache ich dieses Video jetzt? Ihr könnt euch an das Video erinnern, das ich gemacht habe, von wegen hier, ich hatte ultra Glück, als ich mit dem TAM und mit dem Begleitpanzer unterwegs gewesen bin und da beschossen wurde noch und nöcher, ich wurde durchlöchert und ich bin so gut wie nicht geplatzt. Und ja, hatte da eigentlich auch mehr RNG-Glück als alles andere. Das hier ist jetzt genau das Umgekehrte der ganzen Medaille. Denn klar, wenn man natürlich so ein RNG-Glück hatte wie ich, dann muss es einen natürlich irgendwann einholen. Und dann bekommt man vom Spiel so richtig hart arg auf die Schnauze. Wir sind hier nun also auf Köln unterwegs. Es ist, glaube ich, ein 9-3er-Gefecht gewesen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall nicht ganz high hier gewesen. Und hier auf der 7er Linie, wo wir uns entschlossen haben, lang zu fahren, geht es auch gleich schon fröhlich los. Ah, da hinten ist schon Rauch. Also denken wir uns, da kommt wahrscheinlich auch gleich einer durch. Deutsche, Italiener und Schweden sind unsere Gegner. Ich bin hier also noch stehen geblieben und habe gewartet, bis PHPC sich hier rechts von mir positioniert hat. Da kommt nun auch schon der KPZ. Ich schieße ihn natürlich direkt drauf und da ist schon das Erste, was losgeht. Statt dass er halt an der Stelle platzt, der KPZ-70, schieße ich ihm ja so ein Stückchen an die Kante der Oberwanne. Die Granate geht zwar durch, aber der Rest war dann halt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes für ein Popo. Also, erster Fail. Habe aber dafür eine Abschusshilfe bekommen, weil sich PHPC dann um den KPZ-70 gekümmert hat. 220 Punkte haben wir schon, also denke ich mir, okay, gut, alles klar, hat jetzt beschissen angefangen. Fahr mal halt eben jetzt nochmal anders, steig mal ein in den T69 2G und schau mal, wie es dann jetzt entsprechend weiterläuft. Bis dahin war noch alles gut, bis dahin war auch meine Laune noch relativ gut. Und ich dachte hier so, ja, das wird schon irgendwie laufen. So, der Turms hier, der da steht, ich weiß nicht genau, ob er das nicht weiß, dass er hier dann da nicht rüber aimen kann, aber ich dachte mir, okay, dann fährst du halt an ihm vorbei und versuch's mal irgendwie schon ein bisschen irgendwie A zu klären. Fahr also hier auch in Richtung A rein. Da drüben der M48 Super. Er brennt. Ich warte, bis er löscht, damit er mir nicht einen reindrücken kann, weil er den Turm auch schon zu mir gedreht hatte. Ich glaube, er hat geschossen. Auch hier dann nochmal brennend geschossen. Aber ein Teammate von mir hat ihn zum Glück rausgenommen. Ist ja in Ordnung. Abschusshilfe Nummer 2 hier. Was kommt hier vorne? Gleich mal direkt. Wieder ein KPZ-70. Als wenn ich nicht eben gerade schon das Glück hatte, dass ein KPZ-70 kommt. Er schießt mir natürlich direkt oben auf den Turm. Was hat er mir rausgenommen? Ich glaube, meinen Kommandanten. Oder war es mein Ladeschütze? Ne, meinen Kommandanten. Und ja, auch meinen Geschützverschluss hat er mir hier gezogen. Das war dann schon mal die, ja, eigentlich schon dritte beschissene Szene, wenn man jetzt den M48 Super da hinten noch mit reinnimmt. Wir stehen nun hier also, ich weiß nicht wie viele Sekunden, und reparieren, haben aber mittlerweile schon auch Abschusshilfe Nummer 3. 690 Punkte. Ja, und solange wir halt noch im Spiel sind, ist an der Stelle alles gut. Und wir können hier tatsächlich schauen, dass wir ja, noch ein bisschen was reißen können. Es ist ja noch genug da an Gegnern. Der Punkt ist auch noch nicht eingenommen worden, also wir können hier noch ein bisschen was auf jeden Fall anstellen und unser Team noch helfen. Das war zumindest
mein Gedanke in diesem Fall. So, KPZ70 war raus an der Stelle. A ist immer noch nicht gecapped. PRPC schon, ihr seht das hier auf der Minimap, schon hier vorne. Mich fliegt natürlich ein Flugzeug an, ist klar. Es stehen noch 3-4 andere Panzer um mich rum, aber der Flieger kommt dann direkt auf mich. Hier, falls ihr es gerade nicht richtig erkannt haben solltet, steht ein Class 3P hinter der Mauer. Den habe ich auch eben gerade per PC angezeigt. Da natürlich kein Hullbreak, sondern nur Kühler gezogen. Und ich habe mich jetzt gerade eben gefragt, was hat mich jetzt gerade getroffen? Und das war die Arti. Ich war nur kurz verwirrt. Klar hat sie mir die Kette gezogen. Was macht der Class 3P? Er kommt natürlich raus, fährt rückwärts und klatscht mich natürlich mit 2 Schuss raus. So. Da an der Stelle war ich auch schon entsprechend bedient. Und dachte mir so, eieieiei, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein, oder was? So, ich komme jetzt wieder rein, danke. So, da ich noch glücklicherweise auch noch genug Gutscheine hatte und auch genug Punkte gesammelt habe, um nochmal reinzugehen, obwohl ich eigentlich nichts geleistet habe, also nochmal rein in den T-62. An der Stelle hier war ich auch schon richtig angefressen, weil noch nichts geleistet, aber schon 2-mal draufgegangen. Es ist aber bezeichnend, wenn ihr euch das hier anguckt, ich bin auf Platz 4 mit 911 Punkten. Alleine das ist schon peinlich in so einer Runde, in so einer Situation. Und ja, wie man das hier auch sieht, ja, PHPC macht hier eigentlich die ganze Arbeit alleine. Ich habe mittlerweile schon Abschuss Nummer 4, weil der Class 3P rausgeschossen wurde. Versucht dann jetzt hier RPC zu helfen. Ja, der Centauro, der da vorne gerade durchgerutscht ist. Der Schuss an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber der Centauro ist natürlich noch weiter gerollt. Für ihn halt dann glücklicherweise auch, ja, noch so weit in Deckung gerollt. Ja, der Schuss, da habe ich einen Millimeter zu weit nach links gezielt. Deswegen ist der Schuss hier in diesem Turm hier hängen geblieben. Konnte mich jetzt also nicht bewegen, weil der Centauro hier noch steht. Ihr seht das, der zielt natürlich jetzt hier auf mich und egal was ich jetzt mache, er hätte mich auf jeden Fall zuerst getroffen. Das wollte ich jetzt hier nicht riskieren. Deswegen also was tun. Klar, warten, bis er fertig repariert hat und hoffen, dass er geradeaus weiterfährt. Das tut er jetzt auch. Ihr habt es hier gerade in der Ecke gesehen. Insofern konnten wir jetzt hier dann auch weiterfahren. Er ist jetzt geplatzt, keine Ahnung, warum wir dafür keine Abschusshilfe bekommen haben. Und in der Zwischenzeit kommt nun also der Gepard und nimmt uns raus. Und damit sind wir schon 4-mal draufgegangen. Wir haben noch nichts. Wir haben noch nichts geleistet. Trotzdem aber 1200 Punkte gesammelt. Und ja, an der Stelle wird es jetzt halt eben sehr, sehr anstrengend. Weil jetzt haben wir noch den Type 62. Und da habe ich schon, ab diesem Zeitpunkt war ich dann schon relativ ruhig, weil ich halt so angefressen gewesen bin. Jetzt haben wir Abschusshilfe Nummer 5. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir da vorhin angeschossen haben, keine Ahnung. Vielleicht war das jetzt doch die Abschusshilfe für den Rumor, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir hier Abschusshilfen Johnny, auch wenn unser Team gut dasteht, den Punkt gecapped hat und wir den Gegner auch gut unter Druck setzen, ja, und wir trotzdem 1320 Punkte haben, obwohl wir noch nicht einen Panzer abgeschossen haben, ja, ist diese Runde eigentlich jetzt schon, also eigentlich schon von Anfang an für den Arsch gewesen, um das jetzt mal direkt auszudrücken. So, ich habe dem Leopard in die Seite geschossen, PRPC dann gleichzeitig noch in den Turm. Macht nichts. Abschusshilfe Nummer 6. 1517 Punkte. Und jetzt kommt auch so eine Situation, wow,
erstens habe ich ihn nicht gehört. Und genau an dieser Stelle, habt ihr es gesehen, pralle ich auch noch ab. Also jetzt kommt natürlich auch zum einen Überfluss noch Pech dazu. Ja, ich sag mal bei allen anderen, bei dem Gepard und auch bei dem KPZ-70, das war vielleicht auch noch ein bisschen Pech, aber das hier war jetzt richtiges Pech. Also sowas ist Wahnsinn. Also da war ich schon kurz davor, meine Maus an die Wand zu schmeißen. So, und da ich halt auch bei den Chinesen bis auf den beiden Premium-Dingern da noch nicht ganz so weit bin, ja, geht's jetzt dann halt in die ZSD rein. So. Der einzige Vorteil, wir stehen relativ gut da, also unser Team, wir jetzt nicht, also ich jetzt nicht. Ich meine, aber 6 Abschusshilfen, also das muss man erstmal schaffen, ja? Ich meine, 6 Abschuss, jetzt nicht 6 Abschusshilfen, aber mit so einer beschissenen Statistik dann doch noch relativ weit oben mitzuspielen. Also das ist halt wirklich, wow. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht halt eben gar nicht. Also das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich so beschissen gespielt habe, dass ich nicht wenigstens einen Panzer abgeschossen habe. Natürlich hat man mal solche Runden, wo man auch vom Gegner überrannt wird, überhaupt keine Frage. Aber hier, dass ich da hier wirklich so viel Pech, und dann kam wahrscheinlich auch noch ein bisschen Unvermögen dazu. Ich habe den ein oder anderen Panzer auch nicht gehört, aber im Grunde ist es eigentlich auch noch, ja, zum Großteil wirklich Pech gewesen. So, und das war eine Helikopterrakete, die mich an der Stelle hier jetzt dann auch noch erwischt hat. Und da ist dann halt eben auch einfach dann wirklich auch vorbei gewesen. Da kam dann jetzt nichts mehr. Ich bin dann in diese Runde nicht mehr rein, weil ich mir gedacht habe, nee, das muss ich mir jetzt tatsächlich so überhaupt nicht mehr geben. Die Runde war sowieso vorbei. Ihr seht das hier. Wir haben hier noch, der Gegner hat noch 531 Tickets. Und ja, also da dann nochmal reinzugehen, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal hätte spawnen können. Ich meine ja, aber wenn ihr euch das mal anschaut, wir sind 5-mal draufgegangen, haben 6 Abschusshilfen gemacht und haben ansonsten in dieser Runde wirklich gar nichts geleistet. Und das ist halt wirklich eine peinliche Nummer gewesen und ja, seit langem die beschissenste Runde gewesen, die ich erlebt habe, die ich gespielt habe. Ich habe da wirklich gar nichts hinbekommen. Aber ja, vielleicht war es auch einfach die gerechte Strafe für die Runde aus dem TAM und dem Begleitpanzer, wer weiß. Keine Ahnung, man steckt halt manchmal da nicht drin. Trotzdem wollte ich euch das zeigen, weil es wirklich so ultra beschissen gelaufen ist. Also mir dachte, nee, also so scheiße, da muss ich euch dran teilhaben lassen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen amüsieren. Vielleicht erkennt sich auch der ein oder andere wieder. Wenn ja, ihr seht, es läuft nicht immer alles gut, auch bei uns nicht, auch bei mir nicht. Insofern ja, ist dann manchmal tatsächlich auch Spiel einfach ausmachen, für 1, 2, vielleicht auch 3 Tage ruhen lassen und sich dann erst wieder ransetzen, dann nochmal wirklich die bessere Alternative. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, auch wenn die Leistung so exorbitant scheiße gewesen ist. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann natürlich einen Daumen nach unten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.